Ja, ich kann ja trotzdem schon mal anfangen. Schönen guten Tag. Mein Name ist Kevin Maliszewski. Dankeschön. Ich stelle mich kurz mal vor, um so ein bisschen den Background auch zu erklären, auf welcher Ebene ich meine Masterarbeit gemacht habe und geforscht habe. Ich habe einen Bachelor in Physiotherapie gemacht, habe dann mich auch damals hier für den Master in Köln beworben, den leider keinen Platz bekommen. Bin in Münster gelandet, habe da den Master in Sports Exercise and Human Performance gemacht und habe währenddessen in der Sportmedizin am Institut in Münster am UKM angefangen zu arbeiten. Viel in der Leistungsdiagnostik gewesen, vor allem extrem viel mit Rennradsportlern. Und bin hierdurch in den letzten 3 Jahren einerseits in Kontakt gekommen mit dem Thema Leistungsdiagnostik. Und habe mich brennend dafür interessiert, wie man ja dem Sportler einfach was praxisnahe mitgeben kann. Und habe mich in dem ersten Halbjahr letzten Jahres nach meiner oder während meiner Masterarbeit mit dem Thema NIRS beschäftigt. Und zwar, wie man die Nahinfrarotspektroskopie in der Leistungsdiagnostik anwenden kann. Habe auch hierfür eine sehr provokante Fragestellung aufgestellt. Und ja, zu den Ergebnissen, zu den Methoden komme ich gleich. Das ist in der Präsentation heute hier der erste Teil. Der zweite Teil resultiert aus Beobachtung von Joachim Agera, der meine Masterarbeit gelesen hat und vorgeschlagen hat, dass ich das hier heute präsentieren soll und auch eine Frage in die Runde werfe, um das mal vielleicht gemeinsam zu diskutieren oder auch im späteren Verlauf nochmal zu diskutieren. Wie gesagt, einen Teil dieser Präsentation habe ich auf einem Kongress unter Kardiologen vor kurzem gehalten. Deswegen hier auch nochmal die Interessenskonflikte, die auszuschließen sind. Wenn man sich im Thema der Leistungsdiagnostik in der Praxis befindet und ja, viel in Anwendung arbeitet, stellt man natürlich fest, dass Laktat und Spirometrien irgendwo das Feld dominieren, aber auch einen gewissen Aufwand benötigen, um dem Sportler seine Trainingsdaten liefern zu können. Und während dieser Arbeit in der Sportmedizin ist mir dann das MOXIe in die Hände gefallen. MOXIe Monitor nennt sich das Gerät, was auf einer Infrarotspektroskopie basiert und in der Literatur, vor allem in der Literatur der letzten 7 bis 8 Jahre so Assoziationen, Verbindung zu den traditionellen Schwellen aufgewiesen hat. Nun war die Idee mit dem MOXIe-Sensor, dem Sportler oder dem Trainer auch vielleicht eine Methodik an die Hand zu geben, um vielleicht tagesaktueller, mit weniger Aufwand eine Schwelle an die Hand zu geben, mit der er oder zwei Schwellen, wie wir gleich sehen werden, an die Hand zu geben, mit denen das Training ausgerichtet werden kann. Das MOXIe oder der MOXIe-Monitor kann im Grunde genommen die Sauerstoffsättigung darstellen. Das heißt, es ist unabhängig vom Blutvolumen, weil der Anteil des oxidierten Hämoglobins und Myoglobins im Verhältnis zum Gesamthämoglobin bzw. Myoglobin, weil man jetzt das nicht differenzieren kann, darstellt. Dieser SMO2-Wert sieht man hier beispielsweise in einem Stufentest, den ich dann in dieser Arbeit gemacht habe, verhält sich absteigen kann aber in drei verschiedene Bereiche eingeteilt werden. So kam ich auch wieder mit dieser praxisnahen Überlegung zu dem Entschluss, erstmal diesen ersten Breakpoint irgendwo zu definieren und mit dem gängigen FatMax oder der ersten ventilatorischen Schwelle zu vergleichen und den zweiten Breakpoint im Verlauf, den Punkt, an dem das SMO2 im Grunde genommen ein Plateau erreicht, mit dem Maximal Laktat Steady State. Und hierfür habe ich 15 Untersuchungen insgesamt gemacht. Ich habe 8 Präuntersuchungen gehabt und 7 Postuntersuchungen mit einem Dropout leider. Dazwischen waren 8 Wochen unspezifisches Training der Radsportler. Das heißt, jeder Sportler konnte seinen Trainingsplan fortsetzen. Der Grund dafür war, dass wir auch intraindividuelle Unterschiede vielleicht darstellen wollten mit den Schwellenvergleichen. Dann haben wir, habe ich, beziehungsweise
Das Maximal Laktat Steady State und das FatMax oder so wie wir es hier jetzt auch heute erwähnen können, das maximale Pyruvat-Defizit genutzt, um mit dem ersten und zweiten Breakpoint zu vergleichen. Hierfür habe ich einen VO2-Max-Test gemacht und die VO2-Max gemessen. Und das wurde dann mit einem 15 Sekunden All-Out-Sprint gemacht, einem Stufentest mit 4 Stufen, 4 Minuten Länge und einem anschließenden Rampentest, der direkt nach der 4. Stufe gefolgt ist. So, das wurde dann mit einem faktoriellen ANOVA verglichen, inwieweit der Zeiteffekt eine Rolle gespielt hat. Und insgesamt lag mein Fokus dann auf dem Vergleich FatMax versus dem ersten Breakpoint aus den NIAS-Daten und der ersten ventilatorischen Schwelle, sowie auch der Vergleich Maximal Laktat Steady State und zweiter Breakpoint. Wenn man sich die Literatur dazu anschaut, fällt auf, dass es hauptsächlich daraus begründet wird oder NIAS einfach so in den Vordergrund gestellt wird, weil die Korrelationskoeffizienten sehr gut übereinstimmen oder sehr hoch sind. Und das habe ich dann auch einmal in der Arbeit nochmal errechnen wollen, bin aber einen Schritt weitergegangen und habe gesagt, okay, innerhalb einer Blend-Elman-Analysis möchte ich gerne die tatsächliche Übereinstimmung der Werte darstellen. Zu den Ergebnissen kommen wir dann gleich. Hier ein Bild, links ist mal ein Sensor, mal ein paar Laterale angebracht. Der Vastus lateralis wurde standardisiert, immer vorher einmal kontrahiert angespannt. Der MOXIE-Monitor hat eine schwarze Schablone. Es wurde versucht, immer exakt den gleichen Punkt zu eruieren und zu nutzen in der Prä- sowie auch in der Postuntersuchung. Das ist erstmal der grobe Eindruck der Ergebnisse. Hier fällt als allererstes auf, dass die erste ventilatorische Schwelle vom ersten Breakpoint und FatMax sich unterscheidet. Das heißt, hier kommen jetzt in die engere Auswahl der Vergleich Breakpoint 1 und FatMax sowie Breakpoint 2 und Maximal Laktat Steady State. Hier sieht man auch schon den Mean Bias. Hier wird er nochmal genauer aufgeführt in der Bland-Elman-Analysis. Also wir hatten starke bis moderate Korrelationen, die auch durch methodische Schwächen einfach auftraten, weil wir die letzte Stufe ging nur bis 280 Watt. Danach kam direkt die Rampe. Das heißt, wenn wir eine wir konnten keine Schwelle über 280 Watt mit den NIRS-Daten ermitteln, dadurch die Verzerrung der Daten und dadurch auch diese moderate Korrelation jetzt im Maximal Laktat Steady State. Wenn man sich allerdings in der Bland-Elman-Analysis die Verteilung der Werte anguckt, wird deutlich, dass mit einem Mean Bias von 10 Watt das Maximal Laktat Steady State auf jeden Fall auch eine Äquivalenz darstellen kann. Ebenso wie das FatMax mit dem Breakpoint 1 mit einem Mean Bias von 4 Watt. So blieb mir aus meiner Masterarbeit erstmal zu Schlussfolgern, dass es sich definitiv lohnt, in dem Bereich der Nahinfrarotspektroskopie-basierten Leistungsdiagnostik weiter zu forschen. Persönlich merke ich auch aus dem Feld der Radsportler, die mit uns zusammengearbeitet haben und auch aus persönlicher Anwendung, dass vielleicht auf dem Feld nicht mal innerhalb einer Leistungsdiagnostik der Einsatz vom MOXIE Potenzial hätte, um im FatMax-Bereich zu trainieren. Wobei die Maximal Laktat Steady State Bestimmung mit dieser Piecewise Regression Analysis eine deutliche Hürde darstellt, weil man die Daten erstmal in RStudio reinladen muss und anwenden muss. Allerdings ist das auf dem Weg auch umgesetzt zu werden. Das war der erste Teil meiner Masterarbeit. Der zweite Teil beschäftigt sich nun mit den Beobachtungen von Joachim Agera. Joachim Agera hat sich innerhalb, das ist jetzt ein Bild aus dieser Anwendungen, die Joachim mir vor geraumer Zeit gezeigt hat. Und ihm ist vor allem die Aerobe oder Aerobe-Leistungsanteil aufgefallen. Da, wenn man dies einmal oder übereinander legt mit dem Verlauf des SMO2, auch nur eine qualitative Beobachtung erstmal, immer wieder Parallelen auftreten, vor allem mit diesen Dips, die hier vorne aufgetreten sind. Das Rote hier ist der aerobe Leistungsanteil, das Blaue ist der SMO2-Verlauf
Und hier haben wir den Start der ersten Stufe und diese wiederkehrenden Dips im SMO2-Verlauf und der Aerobe-Leistungsanteil scheinen einen qualitativ ähnlichen Verlauf darzustellen. Natürlich erstmal eine Beobachtung, eine qualitative Darstellung. Trotzdessen wollte Joachim auch heute hier nochmal in den Raum stellen, ob es nicht möglich sei, das ist ein Rechtschreibfehler, einen kausalen Zusammenhang zwischen den Werten darzustellen, da die Korrelation der Forschung der letzten 7 Jahre sehr, sehr gut auftreten und verschiedene Erklärungsansätze da waren, so beispielsweise über die Typ-2-Faserrekrutierung, dass eine Hemmung der Entsättigung, also ein Plateau in dem SMO2-Verlauf nach dem Steady State erklärt werden kann durch eine dominante Typ-2-Faserrekrutierung. Allerdings kann das auch wieder verworfen werden, weil ja, das keine Dominanz darstellt bei dem Steady State, das gefahren wird. Außerdem können verschiedene Kombinationen von VO2 Max und VLA Max ein Steady State darstellen, weswegen auch diese Begründung oder dieser kausale Zusammenhang erstmal verworfen werden kann. Zudem gibt es zwei große Forschergruppen, die sich in den letzten 7 Jahren immer wieder mit den Papern gegenseitig versuchen, ja, in dem Thema so ein bisschen klarer zu werden. Und die Forschungsgruppe um Boone herum sagt, dass es einfach nur eine Aneinanderreihung von physiologischen ja, Events ist und keinen kausalen Zusammenhang aufweist und deswegen die NIRS-Leistungsdiagnostik immer noch ein sehr vages Thema bleibt, wohingegen die Forschungsgruppe um Kia et al. Ja, immer mehr Korrelation vorweist und Forschungsarbeiten vorweist, aber sich bislang auch noch nicht getraut hat, einen kausalen Zusammenhang in dem Bereich zu formulieren. Deswegen wir heute hier nochmal in dieser Gruppe das Thema ja, auffrischen wollen und fragen wollen, ob es vielleicht von Ihrer Seite aus Ideen zu einem kausalen Link geben könnte. Ich weiß, dass Professor Heck auf jeden Fall schon mal zu dem Thema auch sich geäußert hat. Und bis jetzt nur diese Korrelation in dem Bereich auftreten und keine Kausalität begründet werden kann. Ja, mir fiel es leider auch nicht ein, weiter tiefer in dieser Materie voranzukommen. Das können wir gerne jetzt gleich in der Diskussionsgruppe gemeinsam besprechen oder auch gerne einfach im Nachgang nochmal per E-Mail. Vielen Dank. Vielen herzlichen Dank.